Fit for Kids, Fit for Kids. Mit Ernst oder Witz bringen wir, seid ihr hier, Nasirat und Atfal, um zu sehen, was genial. Alles, was alles, was ist, Fit for Kids, Fit for Kids. Mit Ernst oder Witz bringen wir, seid ihr hier, Nasirat und Atfal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Liebe Kinder, auf dieser Welt gibt es viele Menschen. Manche sind besonders, manche weniger. Und manche sind ganz besondere Menschen in Gottes Augen. Habt ihr mal überlegt, wer ein sehr besonderer Mensch sein könnte? Ein solch besonderer Mensch, dass auch Gott ihn für etwas Eigenartiges und Besonderes hält? Heute werden wir euch diese Person vorstellen. Mavish, weißt du, wer das ist? Ja, heute werden wir über den heiligen Propheten Hazrat Mohammed, Friede und Segen sein auf ihm, sprechen. Lasst uns diese Sendung mit einigen Worten aus dem heiligen Buch beginnen. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amanar Rasulu bima unzila ilayhi min Rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu bayna ahadin min rusulih. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
Jazakumullah. Die Worte, die unser heiliger Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, zu seiner Zeit sprach, werden Hadith genannt. Lass uns nun ein Hadith hören. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Jazakumullah. Aus diesem Hadith haben wir entnehmen können, wie freundlich der heilige Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, mit anderen Menschen umgegangen ist. Den besten Umgang pflegt er mit seiner eigenen Familie. Wusstest du, dass der verheißene Messias al-Islam den heiligen Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, sehr liebte? Genau, der verheißene Messias al-Islam hat die Liebe zu ihm in vielen Gedichten verewigt. Wo Peshwa hamara, jise hai noor sara, naam uska hai Muhammad, dilbar mera yehi hai. Islam se na bago, rahe huda yehi hai. Ae sone walo jago, shamso zuha yehi hai. Mujhko kasam khuda ki, jisne hame banaya. Ab aasma ke niche deene khuda yahi hai. Wo peshwa hamara, jise hai noor sara, naam uska hai Muhammad, dilbar mera yahi sab paak hain payambar ek dusre se behtar lekas khuda hai bartar khairul wara yahi hai wo aaj shahidin hain wo taj mursalin hain wo tayyib o ami hai uski sana yahi hai us noor par fida hoon uska hi main hua hoon wo hai main cheez kya hoon bas faisla yahi hai wo peshwa hamara jise hai noor sara naam uska hai Muhammad dilbar mera yahi hai wo peshwa hamara jise hai noor sara naam uska hai Muhammad dilbar mera yahi hai. Jazakumullah. Als der heilige Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, die Botschaft des Islams an die Menschheit verbreitete, so wurden viele Gegner von ihm und diese Feinde stellten ihm viele Steine in den Weg. Doch unser heiliger Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, zeigte auch in dieser schwierigen Zeit viel Geduld. Nun lasst uns doch mal von unserer Schwester erfahren, wie er reagierte.
Im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen. Sehr geehrte Präsidentinnen und meine lieben Schwestern, Assalamu alaikum. Das Thema meiner heutigen Rede lautet: Das Verhalten des heiligen Propheten sallallahu alaihi wa sallam seinen Feinden gegenüber. Unser heiliger Prophet sallallahu alaihi wa sallam kam als Segen für die gesamte Welt. Allah schreibt in der Surah al-Imran des heiligen Korans: Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Übersetzung: Es geschieht um Allahs Barmherzigkeit willen, dass du zu ihnen milde bist. Dieser Vers bezieht sich auf den Umgang des heiligen Propheten sallallahu alaihi wa sallam mit anderen Menschen. Auch mit denen, die mit allen Mitteln versuchten, ihm das Leben zu erschweren. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam nach Allahs Befehl die Leute zu Allah rief, wurde ganz Arabien sein Feind. Diese versuchten ihm in jeder Hinsicht seine Wege zu erschweren. Doch die Barmherzigkeit des heiligen Propheten sallallahu alaihi wa sallam war so groß, dass er weder jemanden verflucht hat, noch jemanden Leid zugetan hat. Der Sohn von Hazrat Khadija radhiyallahu ta'ala anha berichtete, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam keinem böse war und nie an jemanden Rache ausübte. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam die Bewohner von Taif die Botschaft Allahs brachte, hetzten sie respektlose Jungen auf dem heiligen Prophet, Heiligen Propheten sallallahu alaihi wa sallam, welche ihn so mit Steinen bewarfen, dass er blutige Wunden davontrug. Zu dieser Zeit erschien ein Engel und dieser sagte: O Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wenn du willst, zerstört Allah das ganze Dorf Taif. Doch der heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam erwies sich auch für seine Feinde als barmherziger und antwortete: Nein, es könnte sein, dass ein Nachfolger von ihnen den richtigen Weg einnimmt. Subhanallah, welch eine außerordentliche und edle Denkweise. Mekkas Bewohner, die den heiligen Propheten sallallahu alaihi wa sallam ablehnten, hielten ihn und andere Muslime 3 Jahre lang in Shubh Abi Talib fest, wo sie ihnen sehr viel Leid zugetan haben. Sogar das Essen wurde ihnen vorenthalten. Nach Eroberung Mekkas hätte der heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam an allen seinen Feinden Rache nehmen können. Doch er, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, verzieh allen. Sogar der Frau von Abu Sufyan radhiyallahu anhu, die die Leber vom Onkel des heiligen Propheten sallallahu alaihi wa sallam rausholte und zerkaute. Möge Allah uns befähigen, unseren heiligen Propheten sallallahu alaihi wa sallam als Vorbild zu nehmen und somit geduldig und barmherzig gegenüber anderen zu sein. Amin. In allen Lebensphasen des heiligen Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, zeigte er eine solch besondere und vorbildliche Art und Weise. Er war hilfsbereit, pflegte und tollen Umgang mit Kindern und insbesondere mit seiner Ehefrau. Nun wird uns eine Schwester etwas darüber erzählen, wie der heilige Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, mit Missverständnissen bezüglich seiner Person umging. Den Glauben der Leute überwachen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam war sehr besorgt, dass keine Missverständnisse auftauchten. Einmal kam seine Frau Safia radhiyallahu anha zu ihm in die Moschee. Als sie heimgehen wollte, war es schon dunkel geworden und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam entschloss sich, sie zu ihrem Haus zu begleiten. Auf dem Weg kamen sie an 2 Männern an und um von vornherein jegliche Spekulation ihrerseits über seine Begleitung auszuschließen, hielt er sallallahu alaihi wa sallam an und hob den Schleier seiner Frau vom Gesicht und sagte: Sieht, dies ist meine Frau Safia. Sie erregten sich und sagten: O Botschafter Allahs! Warum dachtet ihr, wir würden in irgendeiner falschen Auffassung über euch geraten? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam antwortete: Satan, schlechte Gedanken, bewegt sich manchmal durch eines Menschen Blut. Ich habe bedacht, dass euer Glaube nicht erschüttert wird. Bukhari Abwab al-Itikaf. Der verheißene Messias al-Islam hat die Liebe zu den heiligen Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, auch in verschiedenen Qasidas verewigt. Eines dieser Qasidas kennen wir bestimmt alle. Nun spann uns nicht so lange auf die Folter und lass uns ein paar Verse aus dem Qasida hören. Ya Rabbi, salli ala Nabi kada. Yeah.
Jazakumullah. Der gepriesene Gott hat den heiligen Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, mit Rahmatul Lil Alamin Lob gepriesen. Das bedeutet so viel wie ein Segen auf die gesamte Menschheit. Daraus erkennen wir, dass er diese Liebe und Hilfsbereitschaft nicht nur für Menschen übrig hatte, sondern auch für Tiere. Eines dieser Ereignisse wird uns unsere Schwester vorstellen. Grausamkeit den Tieren gegenüber. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam warnte die Leute vor Grausamkeit den Tieren gegenüber und schrieb ihre gültige Behandlung vor. Er pflegte das Beispiel einer Jüdin anzuführen, die von Gott dafür bestraft worden war, dass sie ihre Kurzen verhungern ließ. Er berichtete auch die Geschichte einer Frau, die verdursteten Hund in der Nähe eines tiefen Brunnens entdeckte. Sie nahm ihr Schuh und ließ sie in den Brunnen herab und so brachte sie ein eigenes Wasser herauf. Sie gab dieses Wasser dem Hund zu trinken. Diese gute Tat brachte ihr Gottes Vergebung all ihre vorherigen Sünden ein. Abu Dad bin Abdullah bin Saud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berichtete, als wir mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam auf einer Reise unterwegs waren, entdeckten wir zwei junge Tauben in einem Netz und fingen sie. Sie waren noch sehr jung. Als die Mutter zu dem Netz zurückkehrte und ihre Jungen nicht fand, fing sie an, aufgeregt herumzusuchen. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam an dem Ort eintraf, bemerkte er die Tauben und sagte, wenn irgendjemand von euch die Jungen gefangen hat, dann lasse er sie sofort frei, damit die Mutter sich beruhigen kann, Abu Daud. Abdullah bin Saud Rasulullah anhu berichtete auch, dass sie einmal einen Ameisenhügel sahen und Stroh darauf packten, in Brand setzten, worauf sie von dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wa alihi wasallam zurechtgewiesen wurden. Bei einer anderen Gelegenheit beobachtete der Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wie ein Esel auf dem Gesicht gebrandmarkt wurde. Er kundigte sich nach dem Grund dafür und erfuhr, dass die Römer den Brauch ausübten, um hochgezüchtete Tiere zu kennzeichnen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, da das Gesicht der empfindliche Teil des Körpers sei, soll ein Tier nicht auf dem Gesicht gebrandmarkt werden. Und wenn sich Brandmarken nicht vermeiden lasse, dann soll es auf den Hüften geschehen. Seitdem brandmarken die Muslime und ihre Tiere auf den Hüften und die Europäer folgen dem Beispiel der Muslime. Jazakumullah. Eine besondere Schwester hat einige Verse aus einem Gedicht in punjabischen Sprache auswendig gelernt. Ich bin gespannt. Jithe zikr na hove mahida asa aisi khudai ki karni ki karni sanu mil jaye pyar Muhammad da as
ऐसा प्रीत पराई की करनी जज़ाकअल्लाह। Diese Sendung hat uns gezeigt, welch ein besonderer Mensch der heilige Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, war und welch eine hohe Stellung dieser in den Augen Gottes hatte. Nun stellt sich die Frage, wie wir mit solchen Menschen die schmutzige Filme über den heiligen Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, veröffentlichen umzugehen haben. Herr Sul hat in der Freitagsansprache erwähnt, dass wir erstens Geduld zeigen sollen und zum anderen viel Derut über den heiligen Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, senden sollen. Außerdem hat Herr Sul gesagt, dass wir uns über den Leben unseren heiligen Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, gegenüber informieren sollten. Diese könnten wir erreichen, indem wir viele Bücher über den heiligen Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, lesen, ihn zu unserem Vorbild nehmen. Vor allem aber sollten wir viele Menschen aus unserem Umkreis über den heiligen Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, informieren. Möge Allah uns die Kraft geben, diese Tat zu vollbringen. Nun sind wir schon am Ende unserer Spezialsendung von Fit for Kids über unseren heiligen Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, angelangt. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wir würden uns freuen, wenn wir sie das nächste Mal willkommen heißen, wenn es heißt Fit for Kids. Bis dahin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Uns Liebe, die wir zum Leben brauchen. Islam zeigt uns die Wege, auch wenn die Teufel fauchen. Koran lehrt uns Demut, damit die Muslims siegen. Namas gibt uns die Stärke, dass wir nicht unterliegen. So folge doch den Zeichen, die Engel überbringen, damit zu allen Zeiten Mohammeds Lob wir singen.